Heute nehme ich Sie mal mit in das Thema der Metallausleitung und vor allen Dingen in die Bedeutung der toxischen Metalle. Und ein ganz wesentliches Metall ist dabei natürlich das Quecksilber. Und gerade die Menschen, die mit neurotoxischen Erkrankungen, neurodegenerativen Erkrankungen gezeichnet sind, das ist nicht nur MS, das ist nicht nur die Multiple Sklerose, sondern das ist vor allen Dingen auch die amyotrophe Lateralsklerose, haben ein echtes Problem mit diesen toxischen Metallen, die sich nämlich in besonderer Form in den Motoneuronen einlagern. Es ist nämlich erwiesen, dass sich das Quecksilber keineswegs in allen Zellen gleichmäßig einlagert. Und ich möchte Sie jetzt mitnehmen auf eine Internetrecherche, wo ich Ihnen zeige, wie Sie all die Dinge, die ich jetzt hier so aufrufe, auch in guten PubMed gelisteten Studien, nämlich mehr als 1700 Veröffentlichungen und Reviews, wiederfinden können. Wer sich dafür interessiert, der sollte jetzt dranbleiben. Bis gleich. Die Toxikologie des Quecksilbers und seiner Verbindungen. Es geht hier um eine deutsch aufgeführte Studie, die von Tore Syversen und Parvinder Kaur veröffentlicht wurde. Ein Open Access hat, also jeder kann es lesen. Und der englische Artikel ist The Toxicology of Mercury and its Compounds. Und wir sehen hier auf dem Artikel schon in der Anmoderation der Zusammenfassung, dass das Methylquecksilber eine zelluläre Selektivität hat und dass es auf jeden Fall das verzögerte Einsetzen der Symptome gibt. Und dieses verzögerte Auftreten ist natürlich das Perfide, weil man über ein langes Zeitfenster jeden Tag ein bisschen mehr aufs Konto packt und damit letztendlich immer mehr Quecksilber auch irgendwo einlagert und die tagesaktuelle Menge natürlich allgemeingültig keine Toxizität hat, aber dadurch, dass es eben zu dieser Ansammlung kommt, für den Einzelnen zu einem echten Problem wird. Und erfreulicherweise haben wir ja nicht so viele neurodegenerative Erkrankungen, aber es sind einige Tausende in Deutschland, die sich wirklich mit einer amyotrophen Lateralsklerose oder einer Multiple Sklerose oder eben auch mit anderen Erkrankungen wie Parkinson zum Beispiel beschäftigt. Wobei bei Parkinson in erster Linie eine Eiseneinlagerung und eine Einschränkung der Entgiftungsleistung auch über Insektizide im Raum stehen. Aber auch hier ist natürlich die Ansammlung toxischer Metalle ein Problem und damit auch die Einschränkung der mitochondrialen Funktion. Und wie das im Einzelnen passiert, das will ich Ihnen jetzt hier an diesem Artikel mal zeigen. Also wir gehen schon mal ein Stückchen weiter runter und wir sehen, wir haben also 34.000 Treffer bei einer Internetrecherche. Etwa 1.700 sind Übersichtsartikel. Die ältesten in PubMed datierten Einträge sind aus dem Jahr 1813. Das älteste Review stammt aus 1963, ist also älter als ich. Und seit 1926 wurden etwa 5000 Publikationen und 600 Übersichtsartikel zu diesem Thema veröffentlicht. Und dabei geht es um die Nervenschädigung, die Neurotoxizität von Alkylquecksilber und das verzögerte Eintreten dieser Symptome und auch die günstige Auswirkung von Nährstoffen, die notwendig sind, um zum Beispiel diese Risiken der Neurotoxizität zu vermindern. Und da sei schon an dieser Stelle gesagt, dass zum Beispiel das Selen eine quecksilberverkomplexierende Wirkung hat. Ein Komplex ist vielleicht ein Problem, in dem es irgendwo rumliegt, aber wenn es fest gebunden ist, dann kann es dort auch nichts mehr machen. Und insofern ist es unter Umständen eine Hilfe. Quecksilber ist ein hochtoxisches Element, das häufig zusammen mit Cadmium und Blei. Also wir haben ja Cadmium aus dem Zigarettenrauch. Daran erkennt man in der Vollblutmineralanalyse eigentlich sofort, ob jemand raucht oder nicht raucht. Man könnte auch noch das HbCO bestimmen, also das Kohlenmonoxid im Hämoglobin.
Und man sieht natürlich auch an Blei, was los ist. Blei ist heute erfreulicherweise überwiegend nur noch in Fischkonsum vorhanden. Die ursprünglichen Quellen aus Batterien und aus dem bleihaltigen Kraftstoff und aus den bleihaltigen Wasserleitungen und aus dem Bleistift und der bleihaltigen Druckertinte sind ja Gott sei Dank weniger geworden. Nichtsdestotrotz sind sie noch da und auch im bleifreien Kraftstoff darf Blei laut DIN immer noch in geringen Mengen drin sein. Wer also an vielbefahrenen Straßen steht, wer viel im Straßenverkehr unterwegs ist und relativ nah an den Auspuff des Vorgängers fährt, kann unter Umständen auch hier noch seine Bleikonzentration steigern. Es gibt elementares Quecksilber, es gibt anorganische Verbindungen, es gibt organische Verbindungen und wir erkennen, dass die organischen tatsächlich hier die gefährlicheren sind, die in biologische Prozesse eingreifen. Quecksilber kommt völlig normal in der Erdkruste vor, in der Atemluft, im Trinkwasser und ist auch in Nahrungsmitteln vorhanden. Und man hat es in der Saatgutaufbereitung, über Konsumprodukte nimmt man es zu sich, es kommt aus Zahnfüllung und es ist auch als Konservierungsstoff in Impfstoffen enthalten. Dort als Thiomersal bekannt. Thio ist eine Gruppe, da ist ein Schwefelanteil drin und das Quecksilber bindet eben sehr schwefelaffin auch an schwefelhaltige Ausleitungsmittel, was man sich natürlich zunutze macht, wo es dann eben das Natriumthiosulfat, das DIMAVAL, also DMPS oder auch das DMSA gibt, um hier eingreifen zu können. Blei dagegen ist sowohl durch schwefelaffine als auch durch sauerstoffaffine Chelatmittel zu binden. Wir sehen hier, dass die Quecksilberbelastungen eine Latenzzeit haben, die Wochen bis Monate dauern kann. Und die Symptome, die dann, wenn sie erst einmal eingesetzt haben, sich auch rasch verschlimmern. Das heißt, man setzt die Symptomatik, die dann so spät kommt, möglicherweise gar nicht mehr in Beziehung zu der eigentlichen auslösenden Situation, weil man sie längst vergessen hat oder weil man sagt, das ist so lange her, das kann es eigentlich gar nicht mehr gewesen sein. Und Sie kennen ja vielleicht schon mein Video über die Metallausleitung im Zusammenhang mit der Amalgamsanierung und auch mit meinem warnenden Hinweis, dass die Menschen, die normalerweise aus gesundheitlichen Überlegungen heraus ihre Amalgamplomben sanieren lassen, dann schon so weit vorgeschädigt sind, dass wenn bei der Sanierung etwas schief läuft, also zu viel freigesetzt wird, was nicht durch eine begleitende Amalgam-Ausleitung auch gebunden wird, zu einem schlechteren Ergebnis führen kann, als wenn man nichts machen würde. Umso wichtiger auch das, was hier schon in der Einleitung ja gesagt wurde, dass es Mikronährstoffe gibt, die sich bei so einer Belastung mit toxischen Metallen eben vermehrt verbrauchen und demzufolge also auch nicht mit den Mengen, die die DGE für ausreichend erachtet, abgedeckt werden können, sondern einfach einen deutlich höheren Bedarf erzeugen, den man auch decken muss. Und bedenken Sie immer, das schwächste Glied der Kette bestimmt die Reißfestigkeit. Und wenn Sie eine Schmalspurdiagnostik machen und dabei wesentliche Kettenglieder außer Acht lassen, dann geben Sie viel Geld aus für Teillösungen, die am Ende aber leider die Reißfestigkeit Ihrer Kette, also dessen, warum Sie das überhaupt machen, nicht gewährleisten. Das elementare Quecksilber ist bei Raumtemperatur bereits flüchtig und die Dämpfe können für den Menschen gefährlich sein. Ich habe eine persönliche Erfahrung als junger Mensch, ich sag mal irgendwo so zwischen 10 und 14, genau weiß ich es nicht mehr, ist mir im Badezimmer über dem Waschbecken das quecksilberhaltige Thermometer aus der Hand gefallen und zerbrochen. Dann habe ich die Glassplitter eben weggenommen und das Ganze in den Mülleimer geworfen und habe dann mit dem Wasserstrahl das Quecksilber aus dem Waschbecken wegspülen wollen. Das ist mir auch gelungen, aber beim Öffnen hatten wir sofort Heißwasser, also es ist eine Umwälzpumpe, die dahinter stand. Und ich habe nur einmal Luft geholt und mir wurde sofort schwarz vor Augen. Ich bin dann sofort zum Fenster geöffnet, nur noch diese Luft von außen geatmet. Es hat dann auch wirklich nur gefühlt 20, 30 Sekunden gedauert, dann war es gut, aber ich war wirklich unmittelbar kurz davor, das Gefühl zu haben, mir schwinden die Sinne. Und das ist etwas, was bei diesen Dämpfen, die in einer solchen Situation freigesetzt werden, jedem passieren. Und deswegen ist es auch
so gefährlich, diese Energiesparlampen zu nehmen, die ja auch Quecksilbergase enthalten. Und in dem Moment, wo so ein Ding zerbricht, wird es auch unmittelbar freigesetzt. Und das in einem geschlossenen Raum ist nicht ohne. Bei der Toxikokinetik sind wir jetzt. Und da wird elementares Quecksilber aus der Luft über die Lungen leicht aufgenommen. Das ist das, was ich Ihnen eigentlich gerade erzählt habe. Und 74% werden davon im menschlichen Körper zurückgehalten. 74% dessen, was Sie einatmen, wird zurückgehalten. So muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und mit dem Blut verteilt sich dieses elementare Quecksilber im gesamten Körper. Und da es die meisten Zellmembranen, also sowohl die Blut-Hirn-Schranke als auch den Mutterkuchen, die Plazenta, leicht passiert, erreicht es unser Hirn, aber auch unter Umständen das werdende Leben in ihrer Gebärmutter, um hier mal die Frauen anzusprechen. Und im Blut wird es oxidiert zu Quecksilber 2. Und unter Beteiligung der Katalase, die man übrigens nicht ergänzen kann, Katalase ist auch genetisch nicht bei jedem gut angelegt, und Katalase ist ein ganz wichtiges Enzym im Bereich der Mitochondrien, nämlich auf dem Weg der Neutralisation des Wasserstoffperoxids, was zum Beispiel bei der Kohlenhydratverbrennung über die manganabhängige Superoxiddismutase erzeugt wird. Und was auch vermehrt auftritt, wenn man Vitamin-C-Infusionen macht. Sodass also gerade bei den Menschen, die in Bezug auf neurodegenerative Erkrankungen auffällig geworden sind, der Einsatz von Vitamin-C-Infusionen mit äußerster Zurückhaltung zu betrachten ist. Und dies beeinflusst wiederum die Aufnahme von Quecksilber ins Gehirn. Die Oxidation kann durch Alkohol inhibiert werden, oh wie schön, und dadurch spiegelt die Verteilung des als Quecksilberdampf inhalierten Quecksilbers im Verlauf längerer Zeiträume sowohl die Diffusion der elementaren Form als auch des oxidierten Quecksilbers wider. Und es ist gezeigt worden, dass die Aufnahme des elementaren Quecksilbers ins Gehirn abnimmt, wenn die Aktivität der Katalase im Gehirn inhibiert wird. So, an dieser Stelle ist es natürlich ganz interessant in Bezug auf die Vitamin-C-Infusion. Wenn ich die Katalase verbrauche, weil ich in dem Moment, wo diese Ingestion oder diese Intoxikation stattfindet, diese Infusion gebe, dann habe ich einen Vorteil. Ansonsten fördere ich sogar die Verteilung des Quecksilbers in die empfindlichen Hirnzellen. Die Aufnahme von elementarem Quecksilber ins Gehirngewebe hängt darüber hinaus stark von der Konzentration von Glutation im Gehirn ab. So führt eine Reduktion der GSH, also Glutation-Konzentration im Gehirn, um 20% zu einem 66%igen Anstieg des Quecksilbergehaltes im Gehirn. Bedeutet aber auch im Umkehrschluss, wenn ich hergehe und Metalle aus dem Hirn ausleiten will, muss ich natürlich eine hohe antioxidative Sicherheit für den Patienten stellen und damit in kurzen Abständen dieses Glutation auch intravenös geben, also zum Beispiel alle Viertelstunde. Und darüber hinaus auch das Acetylcystein, was ja neben Glycin und Glutamin und Selen die Bausteine stellt, damit der Körper überhaupt Glutation bauen kann, auch zu ergänzen, damit diese sich unter dem freigesetzten Quecksilber nicht plötzlich total verbrauchen und damit diese Gefahr, dass auch durch den Wunsch, etwas zu verbessern, im Zweifel eine Verschlechterung erzeugt wird, zu vermeiden. Diese inhalative Exposition, also die Sache mit meinem Fieberthermometer und dem heißen Wasser, führt nicht nur zu seinen Atembeschwerden und der Dyspnoe, wie man das auch nennt, sondern wenn das häufiger stattfindet, weil man beruflich damit zu tun hat, dann hat man auch sowas wie Zittern, Wahnvorstellung, Gedächtnisverlust und neurokognitive Störung. Jetzt denken Sie mal dran, dieser zeitverzögerte Ansatz, vor Monaten haben Sie vielleicht Kontakt gehabt und irgendwann kommen Sie daher und können sich an irgendwas nicht erinnern oder entwickeln irgendwelche Wahnideen, die sogenannten Aluminiumhüte, wie sie ja heute alle heißen.
Das heißt, hier stellt sich auch die Frage, was ist möglicherweise die Ursache? Und da gibt es die Möglichkeit, dass man zum Beispiel den Morgenurin, also den Nachturin und auch den Basisstuhl einfach mal untersucht, welche Metalle kommen da eigentlich drin vor, dass man sich im Blut anschaut, was findet man in der Vollblutmineralanalyse als Sand im Getriebe, was ist tagesaktuell unterwegs, wie ist die Antioxidation aufgestellt, wie sind die Bausteine des Glutathions aufgestellt. Und dass man dann eine ganz vorsichtige Chelierung über ein auffällig langes Zeitfenster von möglicherweise 3 Stunden mit einem schwefelhaltigen Chelator macht, um zu gucken, was kommt dann im Sammelurin bis 1 Stunde nach der Chelierung und im dann folgenden Stuhl aus dem Körper raus. Und das zeige ich Ihnen jetzt hier mal anhand der in meiner Praxis erhobenen Werte, wo man mit einer einfachen 3-stündigen Natriumthiosulfatgabe in ganz, ganz kleinen Dosierungen unter diesem von mir eben schon vorgestellten Schutz mit ACC und auch Glutation und auch Anbasung des Urins und auch Vorweggabe von Alpha-Liponsäure wirklich erreicht hat. Und wo es erfreulicherweise den Patienten danach nicht schlechter ging, was ja ein wesentliches Kriterium dafür ist, ob man vorsichtig genug therapiert hat, um zu sehen, was man dann aus den Depots herausholt, wissend, dass das nicht mit ein-, zweimal gemacht ist, sondern dass man dafür 30, 40, 50 Sitzungen einmal die Woche, wenn es gut läuft, zweimal die Woche machen kann. Nun aber zurück hier zu unserer Studie, und so sehen wir, dass wir jetzt mal